Ja, nu, Witcher, der Tag oder was weiß ich, wann ihr es gucken, nicht? Da bin ich wieder. So, wie war das? Der Doktor, der hat es. Auf Putschmittel. Oh Gott. Doktor. Und das mit dem Doktor? Stand nicht da hinten? Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Die Luftballon. Ich frage, und warum? Gizmo ist Arzt an Ma. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Ja, das ist das, was wir haben wollen. Ich will. Ich höre. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Ja, korrekt. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt. Danke fürs. Nicht wirklich. Nichts, gar nichts. Halt. Gizmo. Achso, halt, heute schon was, Uno? Luftballons. Ah, Uno, Momento. Pufferlungs, was machen wir mit Pufferlungs? Eventuell. Bringt das was, wenn ich das dem Gap? Dr. Gizmo? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Danke. Nicht wirklich. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Ja, Hey, Goal! Goal! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor! Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Das ist hier. Oh, ich drehe noch am Rad, hey. Was brauchen wir jetzt alles? Wasser. Klares Wasser. Was? Wasser? Klares Wasser? Aufputschend. Naja, ich vermute, es wird wieder. Ich sagte! Vector, das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Okay, tut mir leid. Hallo, Lotti. Du schon? Ja. Bin ich jetzt endlich dran? Oh, Robin. Nein, die Nummer 22. Wenzel. Ich versch. Lass dich nicht. Da ist doch das Ding.
Da, hier, da. Da, hier. Ich habe lange genug jetzt heißt es nicht, wofür ich all... Ich hasse Schlaf. Das hältst du alles nichts, ne? Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du vorhältst... Aber Wenzel ist doch gar nicht die... Warum bist... Das ist doch selbst, wenn er... Hm. Das muss nicht ge... Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hallo, Rubin. Halt! Wo? Zum Beispiel. Das gibt's nicht. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können... Hm. Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel... Merkt er überhaupt... Nix, da ruft, die gehört jetzt mir. Na und? Geschenkt? Oh, Junge. Ich vielleicht finde... Und wenn... Teilen wir für... Laie. Hey, Wenzel. Was gibt es? Du blockierst die Warteschlange. Oh. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Hm. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Oh. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Mhm. Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm. Du machst das schon. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Stimmt. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber sein Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Okay. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, Robi, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Bis später. Genau. Aber du hast auch nichts hier. Für Deponia ist der Vorhang die Aft. Für Depot. Die, ah. Für Depot. Die, ah.
Im Rathaus. Aber wo sollen die Versteckstickelit sein? Dort darf ich nicht neu. Tja. Kein Feuer. Was hilft das? Nichts noch. Ruby, das ist mein Stuhl. Autsch! Ey! Aua! Guck mal! So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Ja. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Ernsthaft? Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Apothekenschlüssel? Da war doch was. Wo ist denn das, Apotheke? Jetzt geht auch der Nuna, ne? Ah, halt, ne, geht auch nicht. So ist definitiv die Batterie drin. Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Stierblut. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Moment. Ich hoffe und nicht. Heute, liebe Kinder, zeigt euch der Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Okay. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Okay, wo ist jetzt die Apotheke? Kneipe, Springblown, Notfallstation, das klingt gut. Aber wo ist die Apotheke? Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass der für ein anderes Schloss gedacht ist. Gut, ja, war ja klar. Das ist einfach nichts. Sollte er nicht ein Fauler? Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau,
Glaube ich doch. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja, ich glaube schon. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten. Dann läutet, ich gebe, dann wird... Richtig! Bis tschö. Rufus. Genau. Oh nee, oder dass ich... Nee, bitte nicht. Er hat sich wieder aufgehängt. Okay. Dann kann man ja abbrechen. Nö. Okay, also das kann man jetzt beenden hier. Ich habe jetzt gelesen, man kann sich noch ein Savegame runterladen, wo das geht. Das werde ich machen dann. Tut mir leid, geht anders schon nicht. Also, tschüss.